In einem klösterlichen Tag hat man die römische Tageseinteilung zugrunde gelegt für den Alltag. Das heißt, man hat die Nacht und den Tag in 12 Stunden eingeteilt. Unsere Sonnenuhr macht das so, dass sie tatsächlich die Sonne als Grundlage hat. Und deswegen sind im Sommer die 12 Tagesstunden sehr viel länger, als das unsere Armbanduhr uns vorgibt. Und im Winter sind die Tagesstunden sehr viel kürzer, als das die moderne Armbanduhr sagt. Das war sehr praktisch für die Menschen der damaligen Zeit, obwohl es auch beide Zeiteinteilungen gab. Man kannte auch die Einteilung des Tages in jeweils gleich lange Stunden. Aber im Sommer hat man viel mehr Interesse daran gehabt, den Tag mit dem Sonnenlicht gut ausnutzen zu können. Das heißt, wenn ich die römische Tagesanteilung zugrunde lege, beginnt mein Tag mit der ersten Stunde, mit der Prim. Es kommt aus dem Lateinischen, das heißt prima, hora, die erste Stunde. Und so hat man tatsächlich auch weitergerechnet. Wenn ich die erste Stunde habe Revue passieren lassen, kam die zweite, dann kam die dritte und die war im klösterlichen Kontext auch von einem Stundengebet geprägt. Und das Stundengebet hat sich den Namen der Stunde einfach genommen und das wird heute noch Terz genannt, die dritte Stunde. Der Tag ging dann weiter und man hat dann um die Mittagszeit die 6. Stunde gehabt. Deswegen heißt die Sext. Und deswegen sagt man auch in südlicheren Gefilden, dass man eine Siesta macht. Von der 6. Stunde kommt das Ganze. Nachmittags ruhen. Und weil der Tag 12 Stunden hat, ging es eben in der Zeiteinteilung direkt weiter. Die 9. Stunde am Nachmittag, und zwar zur Mitte des Nachmittags, hieß eben nun 9. Stunde. Allerdings gab es dann keine 12. Stunde mehr mit dem Namen, sondern die hieß dann Vesper, die hieß dann Abend oder Abendgottesdienst. Und diese ganzen 12 Stunden, die der Tag vorgibt und die die Sonne an dieser Sonnenuhr dann auch anzeigt durch den Schatten, wurden ebenfalls auf die Nacht gespiegelt. Allerdings kennt man dann nicht mehr die Terz, Sext, Non und Vesper, sondern man hat die Nachtstunden, die 12, in 4 Nachtwachen eingeteilt, die jeweils 3 Stunden gedauert haben. Und das war der Nachtgottesdienst, der heute noch Nocturnen hat, also Nachtwachen, könnte man sagen. Und so hatte man die 24 Stunden des Tages in einem relativ geordneten System untergebracht und hat vor allem am Tag gut mit der Sonne seine Zeit bestimmen können. Des Nachts hat man allerdings oft auch entweder die Gewohnheit zur Hilfe genommen oder man hat sich, wenn es nötig und möglich war, an den Sternen orientieren können. Aber vor allem ging es wohl mittels der Gewohnheit, dass man die sich verändernden Zeiträume in der Nacht gut gewohnheitsmäßig abmessen konnte. Sobald der Schatten diese eingemeißelten Striche berührt, die durchgezogenen Striche, kann man davon ausgehen, dass eine kanonische Hore gebetet werden könnte. Unsere Sonnenuhr ist nämlich eine kanoniale Uhr. Das heißt, die zeigt die Gebetsstunden, die kanonischen Horen an.
die sich nach dem Stand der Sonne richten. Allerdings ist auch da die Sache nicht so einfach, wie sie scheint, weil man oft im konkreten Tagesablauf die Horen so gebetet hat, wie sie in den konkreten Tagesablauf sich gut integrieren ließen. Das heißt, wenn man schwere Arbeiten hatte, konnte man die Terz, die als Zwischenmarkierung zwischen dem senkrechten und dem waagerechten Strich als durchgezogener Strich erscheint, konnte man die vorziehen und konnte die Terz schon zum Beispiel bei dem kleinen halben Strich singen. Man hatte auf einmal mehr Zeit, um Erntearbeiten zu machen oder Gartenarbeiten oder die Länge des Tages zu nutzen. Und wie das sehr schön zu sehen ist, wir sind jetzt beinahe schon Ende April und wir haben noch nicht die 9. Tagesstunde erreicht. Also wir haben nach moderner Zeit gerechnet noch nicht mal 15 Uhr.